Morgen, Freunde, und willkommen hier in diesem, naja, fast Winterwald, kann man sagen. Ein Tag vor Heiligabend, und hat die Nacht wirklich noch geschneit. Also weiße Weihnacht hat man lange nicht mehr hier. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, kleinen Moment. Erstmal feierlich anziehen. Also ich wünsche erstmal allen meinen Zuschauern und Abonnenten oder wer auch immer auf dieses Video irgendwie draufkommt, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin jetzt hier seit einer knappen Stunde unterwegs und habe einen kleinen Sack voll Weihnachtsgeschenke gesammelt. Also Weihnachtsgeschenke nicht, dass ich irgendjemand was schenke, sondern ganz im Gegenteil, ich werde diesen Wald hier von einem Sack Müll befreien. Ich habe hier so viele schöne Stunden schon gehabt, ich habe hier auf der Hängematte geschillt, ich habe hier übernachtet, ich habe Tiere beobachtet. Das ist mein Geschenk an den Wald. Einfach mal einen Sack voll Müll mitnehmen. Und damit sind wir jetzt schon bei dem eigentlichen Thema von dem Video. Außer die Weihnachtsgrüße, die müssen natürlich auch sein. Nämlich Vorsätze fürs neue Jahr. Also ich hasse Vorsätze fürs neue Jahr, muss ich dazu sagen. Was immer ich in meinem Leben ändern will, ich mache es sofort. Ich habe vor 45 Jahren mal ein bisschen Rauchen aufgehört, das war mitten im Jahr. Und ich habe vor 5 Jahren beschlossen, keinen Zucker mehr zu mir zu nehmen, also keinen Haushaltszucker. Und so was mache ich dann, wenn ich den Entschluss fasse und warte nicht aufs neue Jahr. Aber diesmal ist das eine Ausnahme, ich habe mir für nächstes Jahr nämlich was vorgenommen. Wer meine Videos regelmäßig schaut, der weiß, dass ich immer wieder mal Müll sammle. Entweder wenn ich ohnehin unterwegs bin und habe noch Platz im Rucksack, nehme ich was mit. Entschuldigung, aber ich hatte Corona, ich bin das erste Mal noch draußen wieder. Gut, oder ich gehe direkt raus, nur um wirklich Müll zu sammeln, ob im Wald oder auf dem Wasser oder sonst was. Und da habe ich mir jetzt vorgenommen, für nächstes Jahr eine kleine Challenge zu starten. Ich habe nie wirklich nachgemessen oder nachgewogen, wie viel Müll ich nur eigentlich sammle. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, ob ich es schaffe, nächstes Jahr 100 Kilo Müll aus den Wäldern, beziehungsweise aus der Wälder oder vom See runter, wenn ich mit dem Kanu sammle, jeweils 100 Kilo Müll aus der Natur zu holen. Schade, es fängt an zu regnen, ist der Schnee bald wieder weg. Wird es doch nicht das weiße Weihnacht. 100 Kilo klingt übrigens gar nicht so viel. Wenn man überlegt, das Jahr ist lang, das sind ja, ja nicht mal 10 Kilo im Monat. Aber ist eigentlich doch eine Menge. Ich habe jetzt hier, ja, der ist fast voll, der Sack. Den habe ich gesammelt und dazu noch so eine Schüssel. Ihr habt ja gesehen, wie ich gekommen bin. Aber das wiegt nicht viel. Das ist zu 90% Plastikzeug und das wiegt ja eigentlich so gut wie gar nichts. Bis auf die eine Flasche, die drin ist, die hat ein bisschen Gewicht. Also 100 Kilo ist dann doch schon eine ganz schöne Menge, wenn man das so sieht. Das ist zwar jede Menge Volumen, aber es wiegt halt nichts viel. Und ja, da kommen nur die Wochen oder Monate, wo man Urlaub hat, da kann ich natürlich nichts hier sammeln. Aber ich denke, ich werde es schaffen. Weil ich bin ja Rentner und ich habe ja Zeit, mehr oder weniger. Natürlich könnte ich die 100 Kilo heute noch voll machen, weil es liegt doch immer wieder am Wegesrand Sperrmüll. Der wiegt natürlich wie Teufel, den könnte ich mir auch ins Auto laden. Aber also Sperrmüll wegbringen mache ich nur doch nicht. Da rufe ich das Ordnungsamt an. Ja, manchmal muss man 3-4 Mal anrufen, aber irgendwann holen sie das doch ab. Wie zum Beispiel diese Farben, die ich neulich in so einem Short gemacht habe. Da standen bestimmt 30 Dosen Farben oder Eimer. Ja, das hat eine Woche gedauert, jetzt sind sie doch endlich weg. Für mich heißt es jetzt, ich werde jeden Müll, bevor ich ihn wegschmeiße, einfach mal kurz nachwiegen und alles zusammenzählen und euch dann einmal im Monat einen Short oder sowas reinknallen, damit ihr wisst, auf welchem Stand ich bin. Ja, und jetzt seid ihr gefragt, warum geht da nicht auch raus, Müll sammeln? Ich meine, nicht jeder hat so viel Zeit, der muss 100 Kilo machen, aber nehmt euch doch einfach mal vor, 10 Kilo rauszuholen. Wir genießen alle die Natur, dann können wir auch was zurückgeben. Meine Meinung zumindest. Also muss jeder für sich entscheiden, aber ich werde auf jeden Fall die 100 Kilo versuchen. Dann wünsche ich euch noch mal ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Und wenn einer auf die Idee kommt, jetzt auch Müll zu sammeln, auf mein Video hin, da soll er mir mal schreiben, was er gefunden hat, an Kilo, kann ich dann auch veröffentlichen. Dann bis zum nächsten Video. Tschüssi.